Moin. Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden. Hm. Ja. Ja. So, und du? Ist der Körbe noch heiß? Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne? Ja. Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Wieder zu einer wunderbaren Folge Psychologen beim Frühstreit. Leute, ist beim Frühstreit? Ja. Ach so, achte ja. Aufs Kleingedruckte. Beim Frühstreit? Ich wollte gerade sagen, Leute, wenn Annika so salbungsvoll anfängt, ne, dann ist das irgendwie so, wo man sagt, ei, würde Manfred sagen, da ist was im Busch. Und nur, weil ich gesagt habe, Häschen... Halt doch mal den Rand. Nein, eben nicht. Na nur, gut, weil ich dann gesagt, ist es weiter. Nur weil ich gesagt habe, Hase, wir rüsten jetzt mal unseren Podcast auf mit sage und schreibe zwei Mikrofonen, so. Also die Vorgeschichte, ist ja, du hast ja diesen Kumpel. Ja, danke, dass ich auch reden durfte. Ja, die Vorgeschichte. Ach, Tilly, dein Geplapper. Ihr merkt, worum es geht, ne? Geht um Paarbeziehung. Ja. Ja. Warum wir immer noch zusammen sind. Ja, falls mich jeden Tag war. Nein. Und wie lange müssen wir vor allen Dingen noch? Ne? Letzte Woche beschloss doch mein Kleiner, wie das ab und zu mal so ich ist. Ich bin der Kleine. Ja. Beschloss er doch, er müsste mal wieder mit der Technik spielen. Ja, das macht mir echt Spaß. Ja, ne, das machen Männer gerne. Ja. Ich finde diesen Zustand auch nett, solange ich ihn von irgendwelchen wichtigen Dingen fernhalten kann. So. Nun behub es sich aber, dass er meinte, oh, ganz tolles System. Sie redet von mir, ne? Ja, ganz tolles System. Möchtest du so weitermachen? Nee. Dann sag Bescheid. Ganz tolles System. Wir besorgen uns zwei Mikrofone. Ja, super. Hat man so. Ja, wenn man den Teil aufnimmt oder irgendwas, ja. Dann hat man aber auch ein ganzes Mischpult dabei. Weil du musst ja die verschiedenen Spuren der verschiedenen Akteure nachher übereinander legen. Was für eine Arbeit. Also haben wir dann Manfred aufgenommen. Ja. Und dann musste Tilly Maus ja diese Spuren, also die verschiedenen Gesprächsdinger übereinander packen. Das war ein Problem. Und das ist nicht so einfach. Außerdem klang das scheiße. Ja, und das hörte sich an wie dumpfe Socken. Also ganz, ganz doof. Wie hören sich dumpfe Socken an? Nein, ich hab einen Freund und Christoph ist ein ganz toller und der macht ja, so ganz wichtig. Christoph. Ja, der macht so wichtig ganz Ton mit Sachen, auch für den Tatort jetzt dreht er und so. Also der hat echt Ahnung. Der hat wirklich und ist auch noch nett und hat auch noch Ahnung und hat gesagt, du, ich habe da ein super Teilchen so und so und auch gar nicht so teuer und das benutze ich auch sogar für einen Tatort jetzt. Ich, okay, wenn du das für einen Tatort benutzt, dann ist es gut. Wobei, ganz ehrlich, lieber Christoph, das ist nicht persönlich, ich fand manche Tatorte, die nuscheln dermaßen. Ich glaube, da kann auch so ein Christoph nichts mehr gegen an. Es ist auch eine ganz andere Art, die man erreichen möchte. Ja. Du möchtest ja die Gespräche so klar wie möglich, wenn es dir möglich ist, und die einzelnen Stimmen haben. Ja. Wir möchten aber, dass die Leute morgens mit uns am Frühstückstisch sitzen. Ja, gerne. So, nun hat mir das also nicht die Technik berührt. Ich habe nur einen Knopf eben gedrückt. Und? Ja, schön. Wenn er uns doch hört, dann war es der richtige Knopf. Und dann haben wir uns also von der Idee schnell verabschiedet. Das Ding wurde zurückgeschickt, bla bla bla. Muss doch immer noch was zu machen sein. Ja. Also hat Tilly Maus ein zweites Mikrofon besorgt. Ja. Von denen, die ihr hier jetzt hört. Ne, da steht eins auf dem Tisch. Ich bin ja eher so der schlichte Typ. Ich möchte ein Frühstück aufnehmen mit zwei Leuten, die wirklich dicht an einem Tisch sitzen. Jo. Also stelle ich ein Mikro dazwischen und schon geht's los. Nein, das Mäuslein hat eben versucht, hier, irgendeine Kabellage und hatte ich plötzlich ein Mikro vor dem Gesicht und das klang furchtbar. Mm. So, und jetzt sind wir bei dem berühmten Punkt, warum diese lange Vorrede. Ja, ich frage mich. Unser Thema heute ist ja, wie kann man so lange mit einem anderen zusammen sein? und wie lange muss man noch? Und da kann ich nur sagen, Geduld. Aber das gilt in beide Richtungen. Und ganz viel Liebe. Man kann solche Sachen wirklich nur auf Dauer ertragen, wenn man das mit so ein bisschen
ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen liebevoll betrachtet und sich das anguckt und sich kaputt lacht und sagt, das geht immer wieder, alle 2-3 Monate kriegt er diese Technikausfälle und vor allen Dingen, der hat von Technik null im Minusbereich. Und das Ahnung. Geile ist, ich bestelle es bei einem großen Versandhandel, wo ich, wenn ich merke, das war irgendwie alles Schrott, ganz schnell wieder einpacke, ganz sorgfältig und wieder zurückschicke, wenn es wirklich nicht mehr genau. Also. Aber ich bin dann beruhigt, ich weiß, ich habe es ausprobiert, ja. So. Ist nicht meins und zack, geht's wieder zurück. Aber es ist so niedlich. Aber was jetzt es gibt ja auch Forschungsergebnisse, Kinders. Es gibt einen Herrn, ja, nee, echt, es gibt einen Herrn Goodman, der Gute, das ist Herr Goodman, ne? Ich verwechsel ihn mit dem anderen, doch, Goodman. Und der hat ganz, ganz viele Paare über Jahre hinweg untersucht und hat mal probiert rauszufinden, Leute, was hält jetzt Paare wirklich zusammen? Mhm. Und auch, was sollte in Paarbeziehungen möglichst nicht vorherrschen? Also er hat also Paare untersucht, die sich auch dann getrennt haben und hat die Kommunikationsspiele auch so untersucht. Die Kommunikationsspiele? Spiele. Ja, manchmal auch Spiele, aber Stile. Die Stile, verschiedene also. Kommunikations... Geh noch nicht. Kommunikationsstile. Mhm. Und da kam unter anderem raus, was eigentlich... Klar ist, wenn du in der Kommunikation immer abwertend bist. Na klar. Oh, du schon wieder mit deiner scheiß Technik und was soll das denn? Und du kriegst das doch sowieso nicht hin, das hast du früher schon nie hinbekommen, das wirst du auch in Zukunft nicht hinbekommen. Du schmeißt das Geld ja nur irgendwie raus. Du beschäftigst dich lieber mit wichtigeren Sachen als mit dem ganzen Kram. Und was soll das überhaupt? Habe ich dir doch gleich gesagt. Du kannst das nicht, du bist ein Loser. So. Gut, im Prinzip habe ich dir das auch gesagt, aber so, ich habe es natürlich nett verpackt. Oh, Kinder. Du kannst es ja denken. Du kannst es ja denken. Gerne, aber nein, nee. Also was wir, ja nicht zu tun. Aber das was ist doch nur eine Macke. Das ist so ein, mein Gott, das gehört zum Charakter. Das ist so was Niedliches. Ja. Aber was wir beide schon seit Jahrzehnten haben, ist eine Art humorvoll, mit den Macken des anderen umzugehen. Wenn du in deinen Stoffen schwelgst, wenn du, Annika, bestell sie dann gerne mal wieder neue Sachen. Also was ich in Technik bestelle, bestellst du dann Klamotten. Ja, klar. So. Und dann kommt dann abends die große Modenschau. Und dann weiß ich, aber ich bin immer ganz ehrlich, ich bin wirklich ehrlich. Wenn ich sage, das sieht scheiße aus, oder, nein, ich sag's netter. Nee, du sagst schon. Das ist eine dicke Klamotte, oder? So. Dann, entweder du hörst auf oder du sagst, nö, ich stelle mir das so und so vor. Das Schlimmste ist, entschuldige Renate, wenn du es hörst, ich sage es einfach mal. Das Schlimmste ist, wenn ich sage, Annika, du siehst jetzt aus wie deine Mutter. Du siehst jetzt aus wie Renate. Dann nein, eigentlich ist es gar keine Beleidigung. Nein, weil Renate ist ein flatter Käfer. Ja, die ist toll, die ist tolle Klamotten und so. Aber du willst nicht so aussehen wie Renate. Nee, unbedingt. Also, nein, nee, du bist ja oder auch sagen wir mal so, ich habe mir bei dem Teil nicht unbedingt vorgestellt, dass das Renate tragen würde oder so. Aber ich glaube, da ist jede Frau so ein bisschen angezickt, wenn man ihr sagt, du siehst aus wie deine Mutter. Also auf gut Deutsch, wenn ich... Nein, ich sage es wirklich ehrlich. Ich sage mal auch, wenn was gut aussieht, wenn ich das toll finde. So. Nein, was wir beide haben ist, und das hat der Herr Goodman eben nicht so richtig, glaube ich, nicht untersucht, wir gehen sehr humorvoll und trotzdem liebevoll miteinander um. Und das hat, was uns zusammenhält, wirklich über Jahre, ist ein tiefer Sinn für Humor, für Spaß. Für Skurrilität. Auch in wirklich schlimmen und absurden Situationen, die wir nun auch schon erlebt haben. So Ironie, Sarkasmus, so. Den lieben wir ja auch. Wenn einer von uns mal wieder im Krankenhaus liegen durfte, sollte. Oh Gott. Was haben wir da? Irgendwie war uns, selbst im Krankenzimmer war ein bisschen Party, ne? Mhm. Ja. Ja. Aber es ist ja auch so amüsant. Man kann so viel angucken, man kann so viel. Ja, es ist alles Neuland. Und es gibt zwei Arten, mit allem umzugehen. Na? Entweder du zerbrichst an solchen Sachen. Mhm. Oder du stabilisierst dich selbst, indem du so einen kleinen Schutzwall aufbaust und den mit Humor tränkst. Ja. Anders kann ich sowas auf Dauer nicht. Ich auch nicht. Na? Also Humor ist eine Sache, die uns verbindet. Mhm. Eine zweite Sache, da spreche ich für dich mit, aber du kannst es auch gleich wieder korrigieren, ist, ich vertraue dir wirklich bedingungslos. So.
Ich weiß, dass du mich liebst. Ich weiß, dass du willst, dass es mir gut geht, dass mir keiner was Böses tut und so weiter und so fort. Absolut. Und das hast du auch schon 100.000 Mal bewiesen. Mhm. So, also das war's. Also wenn ich auf irgendjemanden höre, nicht immer, aber meistens. Wow. Nein, wenn ich wirklich auf jemanden höre, dann bist du das. Alle anderen, ja, höre ich auch. Ne? Aber unterm Strich frage ich doch eigentlich auch, was meinst du dazu? Mhm. Und du bist dann schon diejenige, wo ich weiß, weil du mich liebst, weil du es gut mit mir machst, dass dein Rat aus Liebe kommt und nicht aus Berechnung oder mir ans Bein zu pulen. Nee, überhaupt nicht. So. Überhaupt nicht. Und ich gucke ja auch immer, wo das jetzt ist. Mhm. Also Klamotten zum Beispiel. Mich interessiert es wirklich nicht. Oder was heißt interessiert nicht? Wenn du für dich selber Klamotten besorgst und läufst in deinem Privatdingern rum, wie du möchtest, ist das absolut dein Bier. Aber ich würde höchstens was, ich sage nur was dazu, wenn es jetzt zum Beispiel offiziell darum ist, wenn wir was filmen wollen oder du vor die Kamera gehst oder sowas. Ich bin ein Kostümbildner, also dürfte ich dazu was sagen. Und das mache ich dann auch. Aber ansonsten ist das dein Bier mit welchen, es sei denn, ich kriege morgens irgendwie so eine Keule vors Gesicht, weil die Kombi ist irgendwie schräg. Aber ansonsten ist das wirklich dein Ding. Das machen andere Frauen zum Beispiel auch immer, dass sie versuchen, an ihren Männern rumzuerziehen. Und andersrum auch. Das heißt, du suchst dir jemanden, der eigentlich in dein freiheitliches Beuteschema passt und dann willst du ihn zum Haschpapi umerziehen oder in etwas, was er noch gar nicht ist. Also nimm die Klamotten. Ne? Aber Schatz, ein Polohemd sieht doch viel schöner aus. Ich habe gerade ein Polohemd an. Weil du es für 5 Euro auf dem Krabbeltisch gefunden hast. Genau. Seht ihr diese Lache, ne? Wenn du die magst, dann bist du bei Annika richtig. Aber du weißt, was ich meine, dieses Umerziehen, dieses fehlende Vertrauen. Ich glaube, das ist der zweite große Punkt, der so schwierig ist. Im Zeitalter der Elektronik, dass die alle die Finger nicht von diesem Zeug lassen können. Und er hat geschrieben und sie hat gemeldet. Und er hat nicht gleich geantwortet. Ich habe ihm eine WhatsApp geschickt und ich sah, dass der online ist und er hat nicht geantwortet. Ich habe ihm Herzen geschickt, Küssen geschickt und er hat nicht geantwortet. Ja. Aber er war ja online. Mit wem hat er da jetzt gechattet, wenn nicht mit mir? Das geht ja gar nicht. Also ihr Lieben, Beziehungen im Zeitalter von WhatsApp, Facebook, Instagram, ich weiß nicht, nehmt was ihr wollt. Ich bin der Kriegsgewinner, also ich habe noch mehr zu tun als sonst. Ja, genau. Aber auf einer Ebene, wo ich auch den Ohr, alter Schwede, also bitte... Schmeiß mal die Technik in die Ecke und ganz ernsthaft, einige bekommen von mir auch Verbot. Sagt, wenn ihr Minimum ist telefonieren. Minimum ist das, die Stimme und den Ton und so weiter des anderen zu hören. Minimum. Das heißt, bevor ihr eine WhatsApp schickt, gerade bei Streitigkeiten, nicht hier, weil ihr Streitvermeider seid, weil ihr keinen Bock habt auf direkte Auseinandersetzung. Nein. Ihr telefoniert oder besser noch, ihr redet wirklich all. Ich habe jetzt aber festgestellt, dass das nicht geht, weil sie brauchen ja Beweise. Ja, du hast doch, guck mal hier. Du, hier, da, am 15.04. hast du das und das getackert da oder gewhatsappt. Toll. Himmel, Herrgott, noch mal. Und da sagt der Psychologe in der Paarberatung, also ich in dem Fall, Leute, ich bin kein Richter, wir sind hier nicht vor Gericht, noch nicht sind wir vor Gericht. Das interessiert mich nicht, wer hier recht hat. Unser alter Lehrer Paul Patzewick, ne, der schon verstorben ist, der tolle Kommunikationspsychologe, hat in einem Axiom der Kommunikation gesagt, dass es keinen Anfang und kein Ende gibt in der Kommunikation, also keine Interpunktion. Das heißt, im Streit sagt immer, du hast gesagt und deswegen habe ich. Und der andere sagt, nee, du hast gesagt, deswegen habe ich. So, wo ist jetzt Hände, wo ist Ei? Was ist hier los? Darum geht es eigentlich gar nicht. Also dieses bedingungslose Vertrauen, dieses wir beide, wir reden, wir WhatsAppen auch natürlich, wenn ich unterwegs liebe das. Ich nehme Annika mit ins Hotelzimmer, zeige ihr per Video, guck mal hier an der Kasse, wer bin ich jetzt? Und so, und natürlich gibt es dann morgens und abends auch Küsschen, Herzchen, Bilder. Ja, aber du wirst nie erwarten, dass ich sofort darauf reagiere, weil du genau weißt, dass ja auch ein bisschen Halligalli ist morgens. Ja. Oder du auch mal stehst oder irgendwie oder so. Ich würde mir irgendwann Sorgen machen, wenn ich so gar nichts von dir.
Also das würde ich auch, wenn du jetzt unterwegs bist. Aber das ist eigentlich, das hat nichts mit Kontrolle zu tun. Nee. Wenn ich weiß, du hast abends eine kleine Feier oder irgendwas, was ihr da neulich in Berlin gemacht habt, so ein Treffen, und das dauert halt in die Nacht. Dann dauert das halt bis in die Nacht. Ja. Und da mache ich mir auch keine Gedanken, nur weil du dich da nicht um 10 meldest oder so. Hattest du ja eigentlich sogar, du hast schon längst Fotos geschickt. Also, ne? Aus Bedürfnis, aber genau, nicht, weil du das musst. Nee. Niemals. Also. Das heißt, es ist schon so, dieses Gefühl, ich kann mich bedingungslos auf dich verlassen. Das kann ich. Mhm. Auch bewiesen, ne? So, also wirklich, ja. Das ist schon zigmal in unserem Leben vorgefallen. Wir haben ja hier zu der Serie ein Foto gepostet, 1989, wo wir beide rank und schlank auf dem Tiananmen-Platz in Peking vor diesem Mao-Bild da waren. Oh Gott, 89 war es. 89, ja. Fand ich sehr lustig, weil wir haben überlegt, weil war Natti jetzt krank eigentlich? Natti hat Mörder viel zu die tun. Die hat so viel zu tun. Also Natti. Ja, Mann, überhaupt kein Thema. Na, Natti, die immer unsere Bilder malt, ich sag's nochmal, weil sie uns gern hat und weil sie unser Podcast dort findet, macht sie das wirklich for free neben ganz vielen anderen Sachen, die sie macht. Und das kann man ja gar nicht hoch genug. Neben Beruf und. Ich meine, wir sind also Folge 110. Ich glaube, Natti wird schon 100 Bilder mindestens gemacht. Ja, bestimmt, denke ich auch. Also von daher, ganz tolle Computergeschichten. Ein Leben ohne Natti ist möglich. Aber. Ja, und da haben wir überlegt, gut, Natti kann diesmal nicht, was machen wir? Dann haben wir gedacht, überleben so eine sehr lange Beziehung, gut, da können wir mithalten. Suchen wir doch mal in den Kisten. Und wir haben eben dieses Foto, und ich mag dieses Foto so gern. Das hat so viele Erinnerungen, finde ich. Aber auch da gab es immer Situationen. Wir waren ein Vierteljahr unterwegs, sind über Thailand, dann mit der Fähre von Hongkong nach Kowloon, also nach China, und dann sind wir über den Landweg, wirklich 89, da war China noch sehr, sehr einfach. Kann man heute nicht mehr wiedererkennen. Sind wir kreuz und quer mit der Bahn und mit Bus und mit allem bis nach Peking, und in Peking sind wir dann in die transsibirische Eisenbahn gestiegen und durch Sibirien und Irkutsk und Moskau in Berlin und letztendlich Hamburg Hauptbahnhof ausgestiegen. Sowas. So. Und da muss man sich 100% aufeinander verlassen können. Mhm. Und das haben wir. Mhm. Und auf allen Reisen haben wir immer 100%. 100%. Wenn einer mal krank wurde, was immer mal passiert. Ja, du musst dich doch auf deinen Partner verlassen können. So. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass wir beide, wir reden jetzt die ganze Zeit über uns, weil wir natürlich jetzt darüber nachgedacht haben. Ob das jetzt generell für andere ein Rezept ist, das weiß ich eigentlich gar nicht. Aber bei uns klappt das. Dieses Zusammenspiel eines auf der einen Seite als Liebespaar, aber auf der anderen Seite trotzdem auch als Berufskollegen oder sowas. Also das klappt ja nicht bei vielen. Mhm. Bei uns klappt das gut. Also wir konnten eigentlich fast immer schon besser zusammenarbeiten als zusammenleben. Ja, das ist nicht so, dieses Zusammenleben ist für zwei so dicke Köpfe wie uns gar nicht so einfach. Und aber was ist da unser Rezept? Ich denke zum einen, jeder macht seinen eigenen Kram und dann machen wir auch wunderbare Sachen zusammen. So. Das heißt, wir hocken auch nicht ständig aufeinander, nebeneinander. Wirklich, Annika wird wuschig, wenn du nicht deinen Freiraum hast, wenn ich hier ständig rumwusel und du wirst ständig von mir in Beschlag genommen, dann wirst du irgendwann kantig. Und ich brauche genauso, muss meine Läufchen machen zu den Schafen und muss da meine Ruhe haben. Also der Wechsel zwischen Nähe und Distanz ist so entscheidend für jede Beziehung. Und ja, glaubst du, dass das für jede Beziehung wichtig ist? Also wir sind ja jetzt von uns erstmal ausgegangen. Absolut. Das hat, es gibt Menschen, die brauchen viel Nähe, okay. Mhm. Die brauchen dieses auch, und wenn sich beide dann so wohlfühlen, in der Nähe überwiegen, das ist deren Ding. Mhm. Aber auch die brauchen zwischendurch das Gefühl, wenn ich weg, ich muss mal weg. Oder ich kann auch ohne Probleme mal Mädels oder den Jungs abmachen. Und es gibt Leute, die brauchen viel Distanz. Die werden wuschig, wenn sie nicht das Gefühl haben, oder wenn sie das Gefühl haben, der andere ist ständig um einen herum und ich kann nicht meine Sachen machen. Das muss man auspendeln. Ne? Oder eben Wechseltypen.
Der Wechseltyp. Und eigentlich ist, wie gesagt, der Wechsel zwischen Nähe und Distanz. Mhm. Mal wieder zusammen, dann wieder Sachen getrennt machen. Mhm. Nicht immer auf Partys als Doppelpack eingeladen zu werden, auch mal getrennt. Oder dass sofort, also, dass du auch so, du hast deine Freundin und dann wird irgendwann so ein Pärchenabend gemacht, weil du ja deinen neuen Freund vorstellen möchtest. Wow. Das ist aber auch manchmal anstrengend. Mhm. Da denke ich dann auch, muss doch eigentlich auch gar nicht sein. Warum? Was guckst du eigentlich immer? Das macht mich wuschig die ganze Zeit. Ich gucke auf die Uhr zum einen. Ich gucke, ne, weil ich also der Techniker hier bin. Das Schlimmste ist, das haben wir nur, ich glaube, zweimal in unserem Leben gehabt. Wir reden hier und nehmen wunderbare Sachen auf. Und dann läuft die Technik plötzlich. Beim Speichern ist das Ding plötzlich verschwunden. Mhm. Das, Leute, ist dann auch ein Beziehungstest. Mhm. Und dann kommen auch ganz böse Tiernamen. Ja. Hat der Gutmann übrigens auch festgestellt. Also wenn du bei Streitigkeiten, es gibt wirklich Pärchen oder Paare, die streiten sich bis aufs Blut. Mhm. Und die nehmen ganz böse Sachen, also ganz böse Worte. Und zwar abwertend, ohne Ende, was Jürgen gesagt hat. Also wenn es losgeht, du warst schon immer und du wirst auch immer so bleiben und du wirst dich sowieso nicht ändern. Nebst vielen Schimpfwörtern. Ne? Was ist aber, es gibt ja Menschen, die sich also heftig streiten und dann also den Versöhnungsex genießen ohne Ende. Also wo auch das Temperament hochschlappt. Ja. Was hältst du denn eigentlich von diesem blöden Spruch gleich und gleich und Gegensätze ziehen sich an und dieser Kram? Mhm. Also ist was dran, ist aber dauerhaft Schrott. Mhm. Gegensätze ziehen sich an. Ja, du bist ein Mäuschen und da kommt jetzt der Typ, der Eloquente, der Hübsche, der Partylöwe und du sagst, wow, und der findet dich toll. Und dann sagst du so, und schön. Dann wird dir spätestens nach einem halben Jahr, wenn der immer noch der Partylöwe ist und auch andere Frauen anpackert und das so, wird dir das so auf den Geist gehen. Nee. Also, in der Kennenlernphase kann es sein, Gegensätze ziehen sich an, ja, weil du eben vom Gegensatz ergänzungsmäßig auch angezogen wirst. Auf lange Frist werde ich alles das, was an Gegensätzen da ist, irgendwann stören. Beziehungsweise, ich glaube nicht, dass es stört, wenn man nicht tiefer geht dann. Jo. Also wenn man den anderen nicht so tief kennenlernt, dass man weiß, dass dieses Eloquente zum Beispiel, was du eben genannt hast, dass das eine Fassade ist, weil er eigentlich Ängste hat. Weil du hast längst dann herausgefunden, Ängste sind, weil und so weiter. Dann kann man auch so eine Beziehung auf eine andere Ebene stellen. Mhm. Dieses berühmte, wenn aus dem Verliebtsein dann Liebe wird, das ist ja kein normaler oder kein leichter Prozess. Mhm. Und das klappt auch nicht immer. Nee, aber dieses, was du gesagt hast, den anderen in seinem Anderssein auch lassen. Mm. So schön in meinem Lieblingsgedicht von Erich Fried ist das, ne? Über die Liebe, wo er so ungefähr sagt, wenn du einen Menschen liebst, dann bist du nie fertig mit ihm. Ne? Mm. Und wir kennen uns schon so lange und ich habe immer noch nicht das Gefühl, Gott sei Dank, dass ich natürlich fertig mit dir bin. Was bedeutet das auch so? Überhaupt. Weil du entwickelst dich immer weiter, ich entwickle mich auch. Und manchmal denke ich schon, ach guck mal, das wusste ich gar nicht, XY. Mhm. Das magst du. Das heißt, nie fertig mit dem anderen zu sein, das ist auch wichtig, ne? Dann wird es auch nie langweilig. Weil nie jemand wirklich fertig ist, sondern jeder entwickelt sich. Und ich glaube, die Kunst besteht einfach darin, in einer Beziehung sich unabhängig zu entwickeln, aber das Entwickeln auch zu akzeptieren. Und Spaß daran zu haben. Also nichts ist ja schlimmer, als wenn ich den anderen immer zurückhole, wie so eine Spaßbremse oder Entwicklungsbremse oder sowas. Musst du jetzt wirklich einen Kurs belegen? Wirklich, du hast genug zu tun, ja? Oder, also alles, was so stoppt und was so, das macht es auf Dauer auch kaputt, glaube ich. So, wie soll ich sagen, so versteckte Kritik macht kaputt, so versteckte Verletzung. Also wenn du dich ja mit Leuten oder Paaren unterhältst, merkst du ja ganz schnell, wenn da irgendwas im Busch ist, dass es an Verletzungen liegt. Mikrofeine Verletzungen jeden Tag, die sich summieren, bis es nicht mehr auszuhalten ist. Ja. Und dann kommt eben, du sagst immer, du machst immer, weil du dich einfach ungerecht behandelt fühlst und du möchtest dein Recht haben, du möchtest hören, dass das absoluter Schrott ist, was da ist.
Aber das ist nicht so einfach, weil es gibt niemanden, der dir da recht gibt. Du musst das selber rausfinden. Und das ist natürlich einer der besten Wege, schon mal sich die Kommunikation näher anzugucken. Also das ist ja so simpel, aber dieses Du, wenn ich das mal einfach ersetze mit Ich, kommt ja schon was ganz anderes bei raus. Schlimm ist, ich habe eine Klientin, die deren Mann, der mit erhobenem Zeigefinger vor ihr steht und genau dann anklagt. Und wenn sie schon sieht, dass er den Zeigefinger auspackt, dann fängt sie schon an, rot zu sehen. Ne? Mhm. Und dann weiß sie, jetzt geht's los. Ah. Muss ich mal filmen. Handy raus und das mal filmen und ihm zeigen und sagen, so sieht das aus. Kannst du dir vorstellen, wie ich mich fühle dabei? Mhm. Weil ich meine, er kann es sich ja scheinbar nicht vorstellen. Und macht es, weil er so das kriegt er seine Macht. Automatismen, die irgendwo drin sind. Kommunikationsprobleme, ja, dafür gibt es ja uns. Und das würde ich auch wirklich machen. Sucht euch einen Psychologen, sucht euch einen guten Coach, also nicht irgendeinen so Scharlatan, sondern einen, der auch wirklich Ahnung hat. Und versucht dann daran zu arbeiten. Es geht. Mhm. Also sonst würden wir unseren Job nicht machen können. Ja, aber es geht auch schon mal so, indem man sich das überhaupt bewusst macht. Mhm. Und mal im Internet oder so ein paar, es gibt ja ein paar schöne Sachen, die man da mal lesen kann oder einfach mal so gucken, Kommunikation. Also unser alter Lehrer, ne, Friedemann Schulz von Thun, Frido, hat so schöne drei Bände in Richtung Kommunikation. Mhm. Kommunikation und Kommunikationsklärung kriegt er überall. Mhm. Also Kann man auch mal richtig nachgucken und sich das auch selbst klar zu machen. Ja. Weil man ist ja selber auch derjenige, ist ja nicht nur immer der andere, sondern man kann das ja auch so prima. Mhm. Ne, indem man immer sagt, aber du hast doch aber so. Oder indem man bestimmte Dinge gar nicht erst anspricht oder mucksch ist und auf den anderen wartet. Und ach, was man sich da alles einfallen lässt. Was dann nachher eigentlich nur dazu führt, dass es kaputt geht. Mhm. Aber nicht dazu führt, dass man vorankommt. Manchmal muss man auch über den Schatten springen. Mhm. Weil es geht nicht darum, dass man Recht hat, sondern ob man eine Beziehung führen will. So. Willst du Recht haben oder willst du eine Beziehung haben? So manchmal geht es nicht. Was ich häufig erlebe, ist, es ist ja nicht umsonst so, dass bestimmte Menschen bestimmte Kommunikationsmuster auch haben oder auch Verhaltensmuster. Mhm. Also wenn ich überlege, habe ich öfter, dass Menschen sagen, ich kann es nicht ertragen, wenn ich weiß, dass der andere mit anderen Freunden unterwegs ist und weg ist und Spaß hat und mich nicht dabei haben will. Und wenn du da mal ein bisschen psychologisch dahinter guckst, ist oftmals derjenige, der es nicht ertragen kann, der hat oftmals schon Probleme gehabt, auch als Kind, Bindungsprobleme, wir haben wieder das Thema, sich einfach nicht sicher gebunden fühlt und Angst hat, der andere lernt jemand anderen kennen, also Eifersucht ein großes Thema. Ja, und da rennt die Fantasie dann natürlich. Und da rennt die Fantasie, und die drehen wirklich zum Teil, das ist ganz schlimm, die drehen echt durch alleine. Und bombardieren den anderen ständig mit WhatsApp. Naja, und dann kannst du dir ja vorstellen, wenn der dann noch eine Stunde zu spät kommt, weil aus irgendwelchen Gründen, dann ist der Streit echt vorprogrammiert. Dann ist richtig Alarm. Dabei ist nix. Der war bloß ein Trinken und hinterher, was weiß ich. Aber das interessiert ihn in dem Moment nicht. Da kommen eben so, und da ist wirklich spätestens da ist der Gang zum Kollegen, zum Therapeuten fertig. Weil das sind alte Muster, die aus deiner Vergangenheit, die du erleben musstest, das ist so, das ist Fakt. Mhm. Die nähren sozusagen deine Eifersucht und deine Angst. Und sich dessen bewusst zu werden und dann dagegen angehen, das schaffen die wenigsten ohne Hilfe. Mhm. Zumindest ein bisschen Starthilfe. Ich denke, sich dessen bewusst werden. Ich denke, es muss sowieso, man muss sich öfter auch überlegen, wenn man Probleme in einer Beziehung hat, wie oft ist das eigentlich auch ein Problem mit sich selbst? Ja. Mit der Jugend, mit der Kindheit, mit der eigenen Familie, mit den Familienstrukturen. Mhm. Also, denke ich, mal nachgucken. Und manchmal, wenn man dann mal so auf einer Familienfeier ist oder so und guckt sich mal so die Bagage dann an, wird dann manches doch klar. Oh ja. Gerade wenn man dann auch mal so auf die Kommunikation achtet. Wenn man ein bisschen was gelesen hat und dann sieht man plötzlich, wie der und der miteinander redet und einem geht auf, das machst du auch immer so, das ist ja gruselig. Ja. Da kann ja nichts mehr rauskommen. Ja. Ne? Also guckt euch wirklich von eurer Freundin oder eurem Freund echt mal sozusagen den Urschleim an, die Urfamilie. Ja. Mit Mutti und Vati, und dann werden euch, auch ohne dass ihr Psychologen seid, werden euch einige Sachen bewusst werden. Mhm. Und das bedeutet dann, dass ihr dann auch wiederum mehr Verständnis habt. Ja, ja. Und dann könnt ihr auch darüber reden. Mhm. So. Als ich deine Mutter das erste Mal kennenlernte, da hat sie dir die Hand gegeben. Ja, süß. Da habe ich mich bis heute noch nicht von erholt. Ja.
Das war hochemotional. Ja, ganz hochemotional. Und da habe ich natürlich bei dir auch so eine gewisse Reserviertheit verstanden. Ja, ja. Und es war mir klar, dass ihr da alle so ein bisschen anders mit umgeht, ne? Und das hat sich aber ganz schnell gegeben. Und nachher war das ganz normal, dass wenn ich sie getroffen habe, haben wir geknuddelt und so. Ich denke, da ist aber auch sie nicht derjenige, der vorgeprescht ist. Das ist eine ganz andere Generation. Und die hat auch, guck mal, die ist im Krieg groß geworden. Mhm. Ne? Also das ist noch eine andere Geschichte. So. Was kann man jetzt verändern? Also was kann man machen? Eine gute Sache ist, mal zu probieren, tatsächlich diese Verletzung ganz bewusst, auch wenn dir das auf der Zunge liegt und sagt, du bist ein so und so böses Tier, dass du mal probierst, wie das glückliche Paare eben auch machen, mal positiv zu sein. Wirklich die Sachen, du siehst es ja, aber probier mal nur eine Woche lang zu gucken, wie verändert sich unsere Kommunikation, wenn ich probiere, mal mehr wertschätzend zu sein. Mehr die positiven Sachen und auch das Positive zu sehen. Und dann zu gucken, wie verändert sich denn mein Partner? Das wäre für mich auch ein Kriterium. Ist ja mal die Frage, sollen wir zusammenbleiben, sollen wir uns trennen? Wenn das ein gutes Experiment, wenn der sich dann nämlich auch verändert und wenn ihr plötzlich beide merkt, ach, eigentlich ist es doch schön, wenn wir so miteinander umgehen, dann kann ich auch sagen, auch psychologisch, jo, das hat dann auch Sinn. Und man kann sich dann auch verändern. Wenn du aber selbst merkst, ich schaffe das nicht, das flutscht immer wieder raus, dieses abwertende, kritische Verhalten. Und wenn ich positiv bin, der oder die fällt sich auch nicht anders. Es geht trotzdem immer weiter. Ja, oder ich versuche den wegzubeißen oder der versucht mich wegzubeißen, dass einem schon was klar ist. Da steckt noch was anderes mit dahinter, also irgendwas aus der Kindheit. Da muss man doch da mal beigehen. Ja, spätestens dann, weil wenn es dann so weitergeht, dann steht die Trennung wirklich, weil du tust dir das nicht an. Wenn ihr dann auch noch Kinder haben solltet, ist ganz fatal, weil Kinder lernen an euer Modell und Kinder haben ganz feine Antennen und kriegen diese Missstimmung mit. Und das ist auch mal so ein Punkt. Ne? Soll ich mich trennen? Ich habe doch ein Kind. Naja, es kommt drauf an, was hört es zu Hause? Ja. Also wenn es immer du hast, das ist eigentlich immer eine sehr getrübte oder sehr aggressive Stimmung, dann ist das überhaupt nicht gut. Na. Auch für ein sehr kleines Kind nicht. Natürlich. Das natürlich diese Stimmung wahrnimmt. Aber wie? Ja, so nach dem Motto, naja, das ist ja noch nicht mal ein Jahr. Die Anspannung ist einfach da, die Atmosphäre ist da. Und wenn das Kind nicht jedes Wort versteht, nicht den Inhalt, er spürt und es kriegt diesen Stress, diese Anspannung mit. Was ich witzig finde oder interessant finde, ist, alles das, was wir jetzt so gesagt haben, gilt für Beziehung, aber im Grunde gilt es auch für Freundschaften. Natürlich. Also eigentlich gelten so Kommunikationsregeln und das Miteinander gilt eigentlich für vieles oder für alle menschlichen, für alles menschliche Miteinander. Ja. Darum finde ich das gar nicht so doof, wenn man sich das mal anguckt und so auch überlegt, wie gehe ich eigentlich damit um? Wie mache ich das eigentlich? Lasst ein Band, lasst euer Handy mitlaufen. Ja. Vielleicht ganz unbemerkt auch. Guck mal, so gehen wir miteinander um. Wenn ihr Tiere haben solltet, Tiere reagieren oftmals, gerade Hunde auch, Katzen auch, aber Hunde, das weiß ich, ganz feinfühlig, wenn wieder Streit herläuft. Also wenn ihr merkt, euer Hund, euer Kater, verzieht sich schon wieder oder fängt an zu knurren. Was damals in Palo Alto, wo am Mental Research Institute, wo eben auch Paul Patzewick gelehrt hat, da gab es ein Projekt von einer Kollegin, die hat ausdrücklich erlaubt, in einer Paarberatung Tiere mitzubringen. Und die konnte anhand der Tiere dann zeigen, guck mal hier, der klemmt jetzt schon wieder den Schwanz an, der fängt an zu knurren oder irgendwie so. Tiere als Co-Therapeuten, ein anderes Thema wäre auch interessant. Ja klar, aber das kann ich mir gut vorstellen. Das merkt man ja auch bei Freunden oder so, wenn die Hunde haben oder Katzen oder sowas. Und da ist so ein bisschen, kommt so ein bisschen Stimmung auf, dann ziehen die mal ganz von dann. Was ich auch wichtig finde, das machen wir beide ja auch, dass man sich auch an Zeiten erinnert, wo es gut war. Ja, also, gerne, ne? Also gerne. Warst du noch damals? Warst du noch, wie wir auf den Lofoten warst? Dann kommen dann Insider-Anekdoten, die können wir beide nur verstehen.
Aber auch sich da an die Wurzeln auch so nochmal zu begeben und sagen, natürlich, guck mal, es gab trotz allem Ärger, den wir beide manchmal haben, aber es gab immer mal Zeiten, die richtig toll waren, die wir auch nicht missen wollen. Nein, überhaupt nicht. Ne? Überhaupt nicht. Ich meine, man muss das auf und ab aber auch irgendwie akzeptieren. Also es gibt immer Zeiten oder Momente, wo das Leben Schrott ist. Mhm. Da ist man, also ich wieder krank oder du krank und dann liege ich hier im Bett und finde das also alles überhaupt nicht gut und habe einen Koller und dann bin ich auch schwierig. Und also dann kann ich das, dann ist das für mich, weil du gesagt hast vorhin so, du vertraust mir hundertprozentig, das tue ich auch, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber für mich ist fast noch wichtiger, dieses Gefühl, ja, obwohl ist das Gleiche, ne? Sich auf jemanden verlassen. Aber dieses so, wenn ich jetzt wirklich krank bin und mir geht es so schlecht, dass mein Hirn abschaltet, dann weiß ich, du machst das ja schon. Du tüdelst da schon hin, du kriegst das schon hin mit der Krankenkasse, du kriegst das schon hin mit Terminen oder du machst das da schon. Oder du kriegst mich schon ins Krankenhaus. Oder? Genau, wo wir in Peking waren, wir waren ja viel unterwegs, Annika, sind ja jetzt weniger, aber früher ganz viel. Unter anderem auch in Vietnam. Oh Gott. Ja. Und wie das so ist, immer mit dem Rucksack und immer lange auch, hat sich Annika Malaria aufgesagt. Und zwar die schwere Form, die Tropikana. Ja, check, Leute. Habe ich noch nie erlebt, wie ein Mensch von relativ lebendig und fröhlich innerhalb von wirklich Minuten todkrank wird. Ne? Und wir waren irgendwo in Vietnam am Arsch der Welt. Und dann Wir waren in der Nähe des Parfümflusses. Oh, auf der Höhe von Hue. Oh ja, irgendwie so. Oh je. Und irgendwie musste ich jetzt eigentlich an das Saigon bringen, weil da hatten wir auch ein Hotel schon und da weiß man einfach, da ist auch die Versorgung dann ein bisschen anders. Und mein Vietnamesisch ist nicht sehr fließend und auch deren Englisch war nicht so, aber es ging irgendwie. Also ich habe da auch gemerkt, da wachse ich auch über mich hinaus, ne? Ja, weil du... Und das ging, weil es muss dann auch gehen. Mhm, natürlich. Und das sind so die Momente, jo. So, ne? Genauso wie ich damit... Ne, vor ein paar Jahren mit geplatztem Aneurysma hier, mir tut das lebendig hin, hast du das natürlich gemanagt und gemacht und getan. Kein Thema. Aber das macht man einfach. Normal. Das ist dieses Gefühl, dieses bedingungslose Vertrauen, so wir beide gegen den Rest der Welt und sicherer Hafen, ich kann mich auf dich verlassen. So. Das ist das Problem, wenn du alleine bist. Wenn du älter bist und du bist alleine, auf wen kannst du dich verlassen? Mhm. Ja, ja. Wer hilft dir? Wer versorgt dich, wenn es dir nicht gut geht? Mhm. Und da ist es rechtzeitig, sich Abhilfe zu schaffen. Aber das ist noch ein ganzes anderes Thema. Genau. Ja? Aber ich glaube, so wirklich zu versuchen, Partnerschaften lange zu konzipieren, also... Ich merke das manchmal, wenn man mit jüngeren Leuten spricht, die sind ja schon völlig überrascht, wenn sie 2 Jahre durchhalten. Und die natürlich oft auch aus einem Elternhaus kommen mit Scheidungshintergrund und so weiter. Die erwarten gar nicht, dass das lange ist. Die erwarten gar nicht, dass der Partner bei ihnen bleibt. Naja, ich muss ja auch daran denken, was ist, wenn er mich verlässt. Also das ist gleich so drin. Gleich als Möglichkeit. Auf die Idee würde ich gar nicht kommen. Ja. Also warum? Ja. Ich plane ja eigentlich das zusammen. Ja. Und ich plane ja nicht den Ausweg auch schon gleich mit. Nee. Also da denke ich, da müsste man nochmal dann dabei gehen und sagen, also will ich das Ganze nun wirklich? Oder will ich mein ganzes Leben lang immer so diese, so nach dem Motto, ich denke schon mal schlecht, dann bin ich nicht so enttäuscht. Will ich das immer noch damit beihaben? Also das macht einen auf Dauer aber auch nicht glücklich. Oder habt so ein Partnerideal im Kopf, das kaum erreichbar ist. Ja, und, genau. Ja, also. Aber ich finde vielleicht schon fast ein bisschen zum Abschluss, ne? Wir beide, was ich vorhin schon sagte, wir beide sind nie miteinander fertig und werden auch, solange wir leben, nie miteinander fertig sein. Sondern wir sind immer wieder überrascht. Ja. Weil es bei dem anderen alles nur so zum Vorschein kommt. Wir ärgern uns. Du hast mal irgendwann mal gesagt, solange du noch laut wirst und schimpfst, wenn ich dir auf den Geist gehe, und das passiert manchmal, ist immer ein Zeichen, dass du mich liebst. Wenn du anfängst, nicht mehr zu reden
Oder wenn das egal ist. Wenn es mir egal wird. Ich glaube, der erste Punkt, wo man merkt, dass irgendwas wirklich richtig im Busch ist, ist, wenn es einem egal ist. Ja. Wenn du nur denkst, oh Gott, halt doch den Rand. So, so genau. Und so ein bisschen genervt. Hoffentlich ist er bald wieder weg. Hoffentlich. Also, was war da? Dass man, das ist einem auch, dass auch das, was er erzählt, der andere erzählt, Gott, keine große Geschichte mehr. Oder dass es einen nicht besonders interessiert. Ja, so. Wenn man das mitkriegt, egal auf welcher Seite jetzt, da muss man die Notbremse ziehen. Kein Mensch hat es verdient, dass ein anderer Mensch ihn gleichgültig findet. Ja. Oder gleichgültig gegenübersteht. Ja. So. Sondern jeder Mensch ist es wert, dass man ihm auch mal zuhört. Und gerade in einer Beziehung. Also ich kann nicht sagen, ich bin das ist meine Freundin und dann höre ich aber auch nicht mal zu. Ja. Weil die ist halt eben Deko oder keine Ahnung. Nein. Und zuhören machen wir wirklich zuhören und nicht schon drüber nachdenken, was ich gleich noch machen muss und was ich gleich antworten werde, sondern wirklich zuhören, aktiv, empathisch, einfühlsam zuhören. So. Nachfragen. Von sich in dem Moment auch mal zurücknehmen. Ja. Nachfragen. Ja. Einfach mal nachfragen. Ja. Also bei manchen Sachen, die du mir erzählst, da habe ich keine Ahnung. Also muss ich nachfragen. Ja. Das ist doch ganz, ganz simpel. Und dann wird es interessant. Ja. Und schon hat man wieder ein Gesprächsthema. Ja. Das ist sowieso, dass wenn wir sagen Freiheit oder Freiräume, dann meinen wir auch immer damit, dass man natürlich in der Zeit irgendwas macht, tut, erfährt, was man wieder mit reinbringen kann, dass man wieder Input hat, damit sich auch das, die Beziehung so ein bisschen bewegt. Und das nicht alles im Stillstand und in der Routine versickert, ne? Und dazu gehört eben auch, wenn ich einen Urlaub mache, dann stehen eben irgendwann dann türkische Gerichte mit auf dem Plan. Und dann vielleicht kommt dann einer mal und sagt, ich habe auf dem Markt diese Frucht gefunden, das ist ein Granatapfel. Was machen wir damit? Gibt es in der türkischen Küche, hat mir der Typ am Stand erzählt. Und dann gucken beide mal nach. Und so Gemeinschaftliches, das ist nicht einfach, aber weil manche Männer sind da so ein bisschen sehr tumpig, aber ja, es ist so. Aber ich glaube, mit so ein bisschen Schmackes ist auch das mal möglich. So, man muss eben bloß gucken, wo ist das, was den interessiert. Ja, genau. Na? So, Mäuschen. Ihr Lieben. Haben wir das Thema eigentlich jetzt, haben wir das wir sollten erschöpfen? Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Nein, aber ich hoffe, wir können einfach euch... Wir aus berufenem Munde waren wir schon so lange zusammen. Nein, einfach mal drüber nachdenken, wie das so läuft und fertig. Das sollte ja überhaupt keine. Kein Ratgeber jetzt mal. Ja. Nö, bloß ein bisschen, aber das ist ein Podcast und der soll anregen. Der soll zum Nachdenken anregen. So. Dass man vielleicht jetzt Sonntagmorgen so sich nochmal hinlegt mit einem Kuschelbär und überlegt und sagt, sag mal, wie ist das eigentlich bei uns? Wir gehen ja jetzt auch schon ins 15. oder ins was weiß ich. Das wäre geil. Na, hört euch das so, ihr in einer Beziehung seid, hört euch das mal zusammen an. Mhm. Also wenn du es jetzt alleine hörst, vielleicht mit deinem Liebsten oder deiner Liebsten nochmal. Wir freuen uns echt richtig über jeden Kommentar. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Tipps, wie ihr eure Beziehung pflegt. Und oder dir fällt gerade ein, dass du mit Schwiegermuttern immer Probleme hast. Und deswegen, weil sie immer das und das sagt und du sagst immer, du hast aber... Guck, du dir heute Morgen jetzt denkst, gar keine doofe Idee, ich gucke jetzt mal bei Kommunikationsregeln nach, guck so. An. Also das meine ich, Anregung. All das ist Anregung. Ja, genau. Na? Und so ist es für uns ja auch Anregung. Ja. Wenn wir von euch irgendwas lesen, das ist immer Anregung. Ja. Und deshalb machen wir das zum Beispiel zusammen. Das ist so eine Macke von mir. Ich bin nicht auf Facebook und Instagram, weil ich bin da echt nicht zugemacht. Und wirklich nicht, Leute, ihr würdet euch totlachen. Deswegen, wenn ihr Annika grüßt, läuft das über mich und ich bin dann der... Nein, das ist auch richtig. Ist das Annika, nicht schön? Ja, es ist so. Und dann reden wir drüber und so. Und das macht es für uns so, richtig toll. Ja. Ne? Finde ich, das gefällt mir daran so gut. Deswegen machen wir das schon Folge 110. Alter. Ja, es war Wahnsinn, ne? Ich finde es toll. Freue ich mich drüber. Na? Und was hattest du erzählt, die letzte Folge? Haben ungefähr knapp 10.000 Leute gehört, ne, so insgesamt. Ja. Und finde ich auch schon eine ganz gute Zahl. Ja, schön. Ja, das freut mich dann auch schon. Ja.
Also empfiehlt uns übrigens gerne weiter. Das sagt andere, ich höre mir auch mal andere Podcasts an, wenig, aber mal so ein paar. Da kommt immer im Nachspann immer und teilt uns und bewertet uns und findet uns toll und macht und tut. Ja, macht es auch bei uns bitte. So, das war jetzt Schleichwerbung. Du Elend. Ja, ist so. Ja, ja, genau. Und wenn ihr sponsern wollt, könnt ihr auch. Dann sagen wir jedes Mal vorher, das kommt jetzt von der Spielzeugfabrik XY. Die machen so niedliche kleine Hupfdollen. Keine Ahnung was. Ja. Machen die. Mache ich Werbung. Ich bin absolut käuflich. jetzt ist gut. Nein. In dem Sinne. Wir freuen uns auf euch, auf eure Kommentare. Und wünsche euch einfach einen schönen Sonntag, wenn es auch regnet heute, aber ist egal. Ja, und ich gehe weiter mit meinem Tomatenbrot vor mich. Ich habe heute Morgen Tomatenbrot. Und ich bin froh, dass ich gestern bei meinen Schäfchen war. Die haben mich gebissen, das eine Schaf hat mich gebissen. Das war richtig so. Nein, war nicht richtig so. Na, du hältst ihm das Ding so. Ja, nur das kommt, das ist auf mich zu. Ja, flache Hand. Musst du nochmal probieren. Ja, natürlich. Die kleinen Schäfchen. Ja, fangen jetzt an, echt trockene Brötchen hier zu schneiden für meine Schäflein. Aber so ist es. So hat jeder so seine Freude. Siehst du, und die Pelzierung klappt deshalb, weil ich dabei stehe und mich kaputt lache. Ja. Und finde das einfach nur absolut lustig. Also. Ihr Süßen, macht es gut. Ihr Lieben, habt eine schöne Woche. Genießt erstmal den Sonntag heute. Ja, wenn das so aussieht, wie wir das hier aus dem Fenster sehen, kann man sich eigentlich nur wieder einkuscheln. Das machen wir auch. Ja, ne? Ja, guck, der ist schon wieder müde, der Kleine. Okay. Und dann eine wunderbare Woche, ihr Lieben. Und nächsten Sonntag dann auf ein neues. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.